Halt mal das, Knöpferling. Das war's. Der Weg in die Wette-Mette ist wieder frei. Der Knopf, Jeff und Haki Waki könnten die Mission nicht schaffen, diese kleinen Menschen Aline und William Bruno zu fangen. Aber ihr seid unsere letzte Hoffnung, dass diese kleinen Menschen gefangen werden. Wir haben noch eine Menge Monster. Leise. Sie sollen denken, dass sie für uns die Allerwichtigsten sind, damit sie ihr Bestes geben, verstehst du? Wenn sie sich nicht anstrengen, werden wir sie aufreißen. Wenn sie es nicht schaffen, reißen wir ihnen die Knöpfe ab. Ja. Also, Regenbogenfreunde, bringt uns diese kleinen Menschen, damit wir ihre Knöpfe an die Augen nehmen können. Vorwärts! Und er antwortet ihr, jetzt weiß ich, wer den Gatzkäse gegessen hat. Aline, schau mal, das Schossdackel. Der ist nicht sehr zuverlässig, als wäre er aus Karton gewesen, verdammt! Es ist runtergefallen. Wir haben es aufgelegt, damit niemand mehr aus der Knopfwelt zu uns kommt, Mann. Wir hätten eine Alarmanlage installieren sollen. Offensichtlich hat es irgendjemand abgesehen. Wir locken ihn auf das Lagerhaus und überlegen dann, was sie machen sollen. Okay. Hey, du blöder Blaue, wir sind hier im Lager. Oh, da seid ihr ja. Halt, ich werde euch gleich erwischen. Ja. Wir sind sehr wichtig für dich. Ja, okay, dann hol uns alles los. Oh nein. Wir werden trotzdem euch Knöpfe annehmen. Wir müssen uns bewaffnen. Ich nehme mir diesen und dann mache ich das so. Entspann dich mal. Er ist schließlich ein Freund, Mann. Na los, schnapp dir auch etwas. Er ist nicht unser Freund. Okay, ja. Hier, wenn etwas passiert, dann werde ich ihn in eine Fliege schlagen. Na, im Plan eine Ohrfeige geben. Bist du dir sicher, dass das mit diesen Pantoffeln funktioniert? Also gut, alle verlassen sich immer nur auf mich. Ja. Okay, Aline, wenn etwas passiert, bleib einfach da und halt die Stellung. Hey, wir sind hier im Lager. Komm, wir holen uns das weg. Geh. Komm. Mach auf! Sie haben mich eingeschlossen! Was tun? Wir schließen jetzt dort ein! Die Idee ist cool, aber wir müssen uns noch etwas ausdenken. Etwas Besseres! Na, was zum Beispiel? Naja, zum Beispiel uns wieder verstecken. Okay. Solange wir keinen konkreten Plan mit dir haben, müssen wir uns tarnen und verstecken, damit wir sie loswerden können. Ich habe eine Idee. Ich renne weg. Und ich, also, ich schaffe diese Kartoffel. Okay, wir müssen uns sehr, sehr vorsichtig sein, denn dieser Regenbogenfreund wird schon bald ausbrechen, trotz des Pantoffels, den für ein paar Sekunden zurückhalten wird. Aber solange ich hier nicht ist, müsst ihr jetzt eine gute Tarnung überlegen, Mann. Verdammt, es muss einfach besser sein als Aline, sonst bin ich am Ende, Mann. Oh nein, ich habe so keine Chance, Mann. Oh, ich habe eine Idee. Aline und ich wollten doch eine Lego-Burg bauen hier drin. Aber jetzt kommt uns dieses Ding gerade recht für ein geiles Versteck, Mann. Okay, jetzt probieren wir nur noch Farben. Oh, ich weiß nicht, welche das gemalt hat. Aber diese Farben werden mir sicherlich nützlich sein. Noch 5 Minuten und alles ist fertig. Ein Schuh! Wolltet ihr mich damit aufhalten? Dumme Menschen, ich habe euren Plan gehört. Ihr werdet es nicht schaffen, euch von mir zu verstecken. Ich werde all eure Verstecke finden. Okay, schon fast fertig hier. Oh Leute, schaut mal. Ich bin fast fertig schon mit meiner Arbeit. Ich passe perfekt zu dieser Lego-Wand. Mir fehlt nur noch meine Wände nachzumachen. Und dann bin ich fertig, Mann. Ey, verdammt, ich glaube, ich habe es nicht geschafft. Aha, ich bin hier.
Ja, natürlich bist du hier, ja. Niemand ist hier. Ja, vielleicht aber da drüben. Wow. Ey Mann, woher weiß ich, dass wir Tarnung und Verstecke benutzen? Dieser Knopf Regenbogenfreund ist wirklich ein Genie. Aha, da bist du. Das Köpfchen guckt raus. Dass ich mich in diesen Mülleimer verstecken sollte. Er hätte mich schon sonst gefunden. Hoffentlich erreicht er nicht diese Lego. So. Ich werde ihn jetzt finden. Oh, was haben wir denn hier? Aber das war's. Jetzt werde ich etwas tun. Ah, toll, ich wurde im Tanz. So ist es besser. Wer hat dieses Lego-Ding noch nicht fertiggestellt? Hm? Verdammt, ich hab mich selbst verraten. Ich glaube, ich höre etwas. Ich muss dorthin. William Bruno ist da. Ich hab nie Lego gemacht. Der Regenbogenfreund ist weg, aber ich hab mich etwas blamiert. Naja, ich muss hier schnell abhauen, Mann. Wir ändern jetzt schnell meinen Plan. Leute, mein Plan ist es, dass ich diesen weißen Anzug anziehe und zum beliebigen weißen Gegenstand werde. Ich muss das hier jetzt anziehen und ich werde direkt neben dieser Tür stehen. Und wenn er reinkommt, werde ich einfach die Tür sein. Aber Leute, das ist noch nicht alles. Es warten jede Menge coole Fallen auf ihn. Ihr werdet es gleich sehen. Wir warten nur noch auf den blauen Regenbogenfreund. Alias hier wahrscheinlich. Ich muss die Tür schließen, damit sie nicht von diesem Ort wegrennen kann. So, okay. Ja, wo ist sie? Das ist sie. Jetzt komme ich, meine Liebe. Was? Das ist ein Trick. Sie haben mich reingelegt. Oh, ich bin wütend. Er ist in meine erste Falle getappt. Und während er abgelenkt war, habe ich Zeit gehabt, mein Versteck zu wechseln. Leute, jetzt bin ich der Tisch. Ah, ihr könnt mich nicht so leicht täuschen. Vielleicht hast du dich ja in eine Blume verwandelt. Hä? Nein, das ist echt. Was ist das denn? Da drüben ein Geräusch zu hören. So, Blümchen. Hier ist auch nichts. Warum bewegt sich alles auf diesem Tisch? Ich habe nicht erwartet, dass er so nah sein wird. Aber anscheinend hat er mich nicht bemerkt. Ich bin der perfekte Tisch. Wahrscheinlich nur Durchzug. Na endlich. Da bist du ja. Komm zu mir. Oh, was ist das? Eine Zeichnung. Sie haben mich reingelegt. Ich bin wütend. Ich glaube, sie haben mich absichtlich in diesem Raum gelockt und mir diese Fallen aufgestellt. Ich muss auch dorthin gehen in diesen Raum und sie suchen. Ich glaube, er ist weg. Leute, ich habe so ein cooles Versteck. Ich kann zu jedem weißen Gegenstand werden. Also echt. Ich werde einfach zum Stuhl. Hey, wo kommt dieser Stuhl hierher? Oh, hoi. Ey, cool, Mann. Alina, bist du das? Ja, das bin ich. Warum setzt du dich auf mich? Na, ich dachte, du wärst ein Stuhl. Ey, es ist voll bekümmert. Kann ich mich kurz ausruhen? Ich bin einfach sehr müde, ey. Bruno, könntest du vielleicht trotzdem aufstehen? Okay, Mann. Aber du bist ein perfekter Hocker. Sag mal, hast du diesen Regenbogenfreund gesehen? Er ist direkt an mir vorbeigegangen. Er ist in das große Lager gegangen, um uns dort zu suchen. Aber wir sind doch hier, ey. Und wir sind hier. Alles ist gut. Und was ist, wenn wir wieder mit einem Kartoffel einspielen? Nein, mit zwei. Damit es sicher nicht mehr herauskommt. Nein, behalt deine Pantoffel bei dir. Lass uns ihn einfach einsperren. Wir haben doch schließlich den Schlüssel. Ah, genau. Superman, lass uns ihn jetzt schnell einsperren, damit wir sicher sind und dann überlegen, was sie mit ihm machen sollen. La 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 la. Wow, wow. Wo seid ihr denn? Nee, hier seid ihr nicht. Was? Haben sie mich wieder hier eingeschlossen? Jetzt werde ich mit diesen Kartoffeln hier sein. Sie lernen aus ihren Fehlern. Dummer blauer Frosch.
Freund. Wie ungeschickt du bist. Na gut, na gut. Wir haben ja noch einen Grünling. Schnapp dir deine Ohren und geh in die falsche Welt. Hol uns diese Menschlein und dann werden wir dich belohnen. Und jetzt schließen wir ab. Superman. Ich glaube, der blaue Regenbogenfreund ist nicht alleine gekommen. Ja, es gibt viele Freunde. Ah, lass uns schnell nachschauen. Wo seid ihr? Ihr seid nicht hier. Natürlich sehe ich das. Ich bin ja nicht wie der Grüne, der blind ist. Ja, der Grüne ist blind. Also wird er uns nicht sehen, auch wenn wir jetzt aufstehen. Genau. Also können wir ihn mit Geräuschen abdrücken. Hast du eine Idee, wie wir ihn auch zum Lager locken können, um alle Regenbogenfreunde dort zu fangen? Ein Lied. Genau. Ich muss irgendwie an meine Gitarre kommen. Und dann locke ich den Grün mit meinem Lied zum Blauen herein. Okay, zusammenzugehen ist zu gefährlich. Einen von uns wird er sicher bemerken. Na gut. Und dann fliegen wir auf. Ja, okay. Also geh. Okay. Und ich bleibe hier. Es scheint zu klappen. Hey Leute, meine Gitarre ist schon hier. Und, ja. Ich werde ihn jetzt mit meinem Lied zum Lager locken. Schaut mal, was für einen coolen Look ich habe. Schade, dass ihn der Grüne nicht sehen wird. Aber er wird mein Lied sicherlich schätzen. Hey, Regenbogen-Amigo, willst du mein Lied hören? Bist du ja, ich höre dich. Ja. Na, dann hör mir zu. Heil reit. Hey, Regenbogenfreund, hörst du mein Herz am Klopfen? Ja, ich fürchte, du wirst mich fangen. Aber du wirst mich nicht holen. Ey, la 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 la, ey, la 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 la. Bestimmt noch der Gelbe. Es ist nur noch Gelb übrig. Ich habe eine Idee. Super. Wie konnte man nicht mit so einer einfachen Aufgabe nicht fertig werden? Ja, der Grüne hat es auch nicht geschafft. Dabei hatte ich so auf ihn gehofft. Naja, beruhige dich. Bruno, beruhige dich. Jetzt kommt Gelb. Los, Gelber, lass uns dich hängen lassen. Sonst werfen wir dich aus Roblox heraus. Sieht so aus, als wäre hier niemand. Ja, er müsste eigentlich schon hier sein, so wie die anderen. Und der Knopfdoppelgänger bringt sich hier gleich einen weiteren Freund hier. Oh. Hey, schau mal, da ich hab diese Gelbe schon mal irgendwo gesehen. Das muss doch der gelbe Regenbogenfreund sein. Jetzt schnapp ich euch. Von der Spur abgewichen, deshalb habe ich sie nicht erwischt. Aber ich werde mich jetzt auf sie einstellen. Oh. Bruno! Alin, was sollen wir tun? Bruno, renn hinter den Vorhang! Okay. Alin, na, was ist der Plan? Wir täuschen ihn jetzt mit dir. Wo sind sie? Wohin sind sie geflohen? Sie sind so schnell, aber ich bin schneller. Oh, gelber Regenbogenfreund, du Regenbogenfreund. Grün hat dich gehört und ich hab dich gesehen. Ach, da seid ihr, meine Regenbogenfreunde. Habt ihr sie erwischt, oder? Oh, natürlich haben wir. Wir haben sie schon in unsere Knöpfe geschickt. Also bist du umsonst gekommen. Wie immer, ich komme nie rechtzeitig. Ich muss noch schneller sein. Na gut, ich gehe nach Hause jetzt. Hast du die Spur gesetzt? Natürlich. Bis dann. Los, los, wir sind schon direkt hinter dir. Gelber Dummkopf. Oh, Alin,
dieser Gelbe ist der Allerdümmste. Wir haben ihn so leicht reingelegt. Was machen wir mit den anderen? Oh, ich habe eine super Idee, wie wir die beiden jetzt loswerden können. Für ein und allemal. Erzähl mir deinen Plan. Du musst nur das Lager öffnen und ich mach den Rest. Verstanden. Bruno, ich glaube an dich. Du schaffst das bestimmt. Du bist stark, du bist gelb. Ja, ich glaube auch an dich. Komm, öffne, wir machen das jetzt. Auf drei. Komm schon und lauf weg. Okay, eins, zwei, drei. Komm schon. Hey, hey, Freunde, Mann, ihr braucht mich doch, oder? Na, dann fang mich. Ich bin doch direkt vor euch. Ah, hinter ihm her. Ah, los, los. Na, komm hier, ich hol mich ein. Na, komm schon, versucht mich doch zu stampfen. Stopp, wohin läufst du? Ich krieg dich. Oh, du bist aber schnell. Oh nein, Mann, verdammt, ich kann nicht mehr wecken. Ich bin jetzt erledigt. Du bist in der Falle. Ah, du kommst nicht weg. Erwischt, du kleiner Dummkopf. Ach was, und was haltet ihr davon? Ich weiß nicht, vielleicht wird die Tür gegangen. Ja, lass ihn folgen. Los, schneller, schneller, hinterher. Dieses Mal wird deine Freundin kommen. Ja gut, dass er selbst in unser Kopfwerk gegangen ist. Alina, komm raus! Ich bin hier! Unser Plan hat funktioniert! Ich denke, wir sollten diese Tür endgültig loswerden, Mann! Denn solche Schlösse funktionieren nicht! Das ist ein Pappschloss! Klar funktioniert das nicht! Und was schlägst du vor? Hör mal, es gibt eine Option! Lass uns diese Tür wegteilen! Komm schon! Was machst du denn? Lass den Mann da draußen mit dieser Tür spielen! Ich habe nichts mehr damit zu tun. Was für ein cooler Plan. Das bedeutet, dass wir uns nie wieder sehen werden, ne? Ich hoffe auch sehr darauf. Und ihr Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Like da, damit Aline und ich noch mehr Spaß haben können. Und jetzt schaut euch dieses Videochen. Komm schon, klick hier drauf. Ich habe eine Idee. Lasst uns eine ähnliche Tür machen und zu ihnen gehen. Gebt uns einfach 100.000 Likes und dann machen wir das. Okay. Und du klick hier drauf. Ciao.